Hallo zusammen und herzlich willkommen. Falls das Hallo gerade abgehackt war, sage ich nochmal Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Und ich habe gerade mal neben der Aufnahme mal kurz ein paar Kommentare gelesen und ich habe da einen netten Hinweis bekommen. Guck mal hier, da im Chefbüro, da kann jemand arbeiten. Run, wo bist du? Komm her. So, nimm deine Position ein. Mein Freund. So, Raum koordinieren. Was heißt denn das jetzt? Was ist das jetzt hier? Mal gucken. Wo kann ich denn zuweisen? Kann ich hier zuweisen? Dann unterstützt der quasi aus dem Büro hier die Geschwindigkeit plus 0%. Was ist denn hier überhaupt wichtig in dem Büro? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das Programmieren? Ist es vielleicht Büroarbeit hier an dieser Stelle? Viel vom Markt nehmen. Okay. Das kann man da alles machen, das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. Publishing-Angebote sind hier. Ja, ja. Wisst ihr was? Interessiert mich alle nicht. Könnte mal Kreuzweise hier. Kopierschutz erwerben mussten wir ja schon. Veraltete Ausblenden, keine neuen da. Super! Lizenzen erwerben. Wollen wir mal gucken hier? Wollen wir mal gucken? Ach so, das sind die. Ach, guckt mal. Da kann man also. Oh. Range Sniper. Die hätte ich gerne. Also hier ist die. Ah, dann da kann man die Lizenzen. Entschuldigung fürs Mikrostoßen. Erwerben. Und Lizenzen verkaufen kann ich hier also auch. Ah. Wenn man sich jetzt noch Lizenzen herstellen könnte, das wäre. Ja. Dev-Kits erwerben. Da bleiben mir nur noch zwei Stück übrig. Und da ich die eh machen muss irgendwo, also muss ich nicht, aber ich will sie ja machen, weil es sind halt die letzten beiden, die auf dem Markt sind, die will man natürlich dann auch mal irgendwie auf. Ne? Machen wir das auch mal. So. Tierschutz erwerben, Engines. Engines wollte ich erwerben. Boah. Gott, da wird mir echt schlecht, weil wenn ich den Preis sehe, ne? 650.000 und 50%. Was mich zu dem Gedanken bringt, meine Engines noch teurer zu machen. Aber das wird sich. Ja, das dauert zu lange. Ja, ich kann koordinieren. Wir koordinieren mal. Wo programmieren wir denn gerade was? Hier, ne? Machen wir was, ne? Hier in dem. Auto-Alpha-Test durchführen. Gucken. Wenn ich den jetzt da reinsetze. Plus 5%. Geschwindigkeit. Ah, ne? Wo ist der 100er? Ja. So, ich. Einmal gucken. Nur gucken. Nur gucken. Einmal nur gucken. What the hell? Okay, ich brauche Büroarbeit. Brauche einen in Büroarbeit. Und es würde sich anbieten, wenn ich Run in Büroarbeit unterrichte. Whoop, whoop. Ich mach's auch. Trainingskurs, mein Freund. Hallo? Trainingskurs, habe ich gesagt. Büroarbeit. Weil, ganz ehrlich, wir unterrichten Run jetzt in Büroarbeit. Dann ist er. Quasi vollständig, wie auch immer, wisst ihr ja schon, ne? Das hat echt Vorteile. Dann kannst du wirklich mal eingreifen und sagen, ja, da brauche ich zu lange für, mach mal. Ich glaube, bis ich den auf 100% habe in Büroarbeit, das dauert seine Zeit. Natürlich kann ich den auf 100% bringen, der kostet mich doch gar nichts. Aber natürlich, der kostet mich doch gar nichts. Hier, Run. Ah, oh Mann, ich bin doch doof. Warum habe ich den das nicht von vorne eingemacht? Wieso habe ich den denn so gelassen? Nee, der kostet mich doch gar nichts. Da bin halt selber ich selber. So, wollte ich sagen. Na ja, gut, wenigstens hält sich das Spiel noch. Einigermaßen. Also, ich werde hier keine Updates mehr raushauen. Ich werde vielleicht nochmal. Nö, macht ja auch keinen Sinn. Den Hype raushauen.
draufhauen? Nee, macht keinen Sinn. Warum soll ich das tun? Ganz ehrlich. Nee, das macht keinen Sinn. Na gut, mein Freund. Damit du nicht sinnlos rumsitzt, werde ich dich im Chefbüro mal eben einquartieren. Plus 48,7%. Boah! Wow! Jetzt würde mich interessieren, kann der eigentlich auch die Produktion hier oben... Was war das denn jetzt für ein Sprung? Kann der eigentlich auch die Produktion hier oben unterstützen? Moment, da ist er. Abbrechen, spielen. Nein, kann er leider nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Wieso denn da? Oh Mann, ey. Kannst du bitte mal einfach diesen Raum hier anwählen? Diesen da. Dankeschön. So, und hier sind wieder zwei fertig geworden. Wir verkaufen auch hier kleine Mengen. Aber nur wirklich mickrige kleine Mengen. So, Programmierung oder Sound. Kleiner Kurs. Und du bist... Kleiner Grafikkurs. So. Weiter geht's. Hoffentlich haben wir jetzt was Ordentliches dabei. Ich sehe aber schon, dass wir nichts Ordentliches dabei haben. Das wäre die perfektionierte 3D-Engine, ne? Komm, bevor ich jetzt hier gar nichts mache, trainiere ich doch lieber so ein. Dann habe ich wenigstens noch einen im Bereich Abenteuer. So, und... Ansonsten würde ich sagen, ist hier auch nur noch Murks bei. Der braucht eigentlich alles im großen Kurs. Eigentlich alles. Würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das? Ach, der kriegt mal hier, der kriegt noch einen großen Kurs verpasst. Bankenkrise, ole, ole, ich hatte lange keine Bankenkrise mehr. Aber das ist echt gut, dass der hier koordinieren kann. Und dann 50% schnellere Geschwindigkeit. Ey, das ist so geil, das ist so geil. Da haben sie mal echt was mit dem letzten Update eingeführt. Das ist das letzte Update gewesen, das es kam, bei mir zumindest. Da haben sie echt was Ordentliches eingeführt. So, Run ist fertig, glaube ich, ne? Jo, alles klar. Komm, Trainingskurs, Büro. Ich klicke immer in der mittleren Maustaste, ich weiß nicht wieso. So, kriegt noch einen und dann ist er auch fertig. Dann ist der auf 100% in allen Bereichen und dann passt das. So, wir haben 1,369 Millionen Dollar. Das ist... Nein. Millionen? Milliarden? Milliarden, ne? Milliarden. 1,369 Milliarden Dollar haben wir. Millionen haben wir nicht. Milliarden ist das nächste. Genau, richtig. Ah, oh, Mensch. Run. Irgendwie... Guck mal hier. 279.000 gemacht mit dem MMO. Dass wir dafür so viel Terz mit dem Rotz hatten, ey, und so viel negative Scheiße, finde ich, dass es doch akzeptabel ist. Also wir haben eigentlich den kompletten negativen Hype mitgenommen bei dem Spiel. Und trotzdem haben wir so in Anführungsstrichen viel geschafft. Was wollte ich denn jetzt machen? Zweitvermarktung wollte ich gucken. Kann ich denn... Ja, ich kann. Ich würde hier gerne mal Little Runner zweitvermarkten. Damit wir dann ein Budget-Spiel demnächst machen können. Da gehe ich aber auf 3 Wochen. Ja, das lassen wir so, ne? Ja, da gehe ich auf 3 Wochen so Spiel produzieren. Little Runner, low. Ich werde hier... 250.000 von produzieren. Das, denke ich mir, wird reichen.
Und ich werde hier hingehen, den 100er rausholen. Wo ist er? Da. Werde mal eben da reinsetzen und werde eine Fankampagne starten für Little Runner. Es mag sein, dass ich jetzt etwas zu früh dran bin. Will ich jetzt... Ne? Mag sein. Ich will nämlich eigentlich noch Little Runner 2. Ja, ihr habt erfasst, was ich machen will. Als Budget-Spiel raushauen. Auch in 3 Wochen. Und auch da nehmen wir denselben Preis. Und auch da werden wir das Spiel produzieren. 250.000 Mal. Problem, ich kriege den Hype jetzt nicht richtig hoch. Das lassen wir erstmal laufen. So, sind immer noch sehr zufrieden. Es spielen ja immer noch mehr als genug Leute. Dieses wunderschöne Spiel. So, ihr Lieben, ihr seid fertig, sehe ich gerade. Du bekommst noch einen mittleren, nein, einen kleinen Kurs im Bereich Programmierung. Und dann ist der auch fertig. Und du bekommst deine Chance, dich hier... Oh, die sind voll mit 17 jetzt. Zu etablieren, wollte ich gerade sagen. Oder heißt das so? Weiß ich nicht, egal. So, der ist fertig hier, ne? Glaube ich, ja. Dann bekommt auch ein Little Runner 2 nochmal kurz ein bisschen Werbung. Und dann steht ja auch gleich schon, dass die nächste Messe da vor der Tür. Hm? So, 44 und 42er Hype haben wir da. Dummerweise kann ich nur 3 Spiele machen. Ich dussel. Ist mir egal. Lass es auslaufen. Scheiß drauf. Der Hype hier ist mir wichtiger. Seht ihr? Hier haben wir halt auch noch ein paar von. Können wir auch noch verkaufen. Sind sogar zufrieden damit. Läuft ja nochmal, ne? Ich könnte jetzt nochmal... Ah nein! Ich wollte hierfür nochmal eine TV-Kampagne starten. Jetzt habe ich es für den oberen gemacht. Ja, egal. Nicht aufregen, einfach nur ärgern. Was willst du machen? Ja gut, es verkauft sich aber sehr gut, würde ich sagen. Hm. So, Auftragsarbeiten, da haben wir wieder welche. Kriegt ihr eigentlich auch hier Zuwachs, wenn ich das mache? Ja, ich hoffe mal, dass der unterstützt ja quasi aktiv, ne? Würde ich persönlich sagen. Ja, das, ich weiß nicht, ob was bringt, ob vielleicht in dem Moment, wo der Hype erlischt, dass die Serverspiele auch weniger werden, was ich nicht hoffen will. Na gut, hat vielleicht noch ein bisschen was gebracht jetzt, aber naja gut, komm. So, wir haben hier noch 51.000, hier haben wir noch 100.000, ja komm, lass mal laufen, ne. Oh, guck mal, hier verkauft sich ja noch was. 6. Stück. Was ist das? Entschuldigung. Was ist das? Kann mir jetzt mal sagen, was das ist? 6 Stück verkaufe ich noch die Woche. Boah, das sind Spätzünder, Jungs, ey. Ich meine, ich zocke auch immer ein MMO, wenn es gerade vorbei ist und keiner mehr auf dem Server spielt. Dann habe ich den ganzen Server für mich alleine. Du hast keinen Platz mehr. Du bist fertig. Ach so, Schrecken, ey, du brauchst hier noch alles. Game Design groß. Egal. Also, ich habe schon wieder keine Aufträge mehr hier, sehe ich. Na komm, mach mal. Also ganz ehrlich, mit dem Unterstützen hier, das ist wirklich total, das ist echt super. Das ist echt super. Ich meine, guck mal, du kannst alleine
Wie schnell hier die Aufträge weggehen. Weg. Das ist heftig. So, die Verkaufszahlen davon laufen auch langsam aus. So, und ich überlege mir, ob ich dann vielleicht schon mal ein Spielebundle mache. Wobei, ich glaube, ich mache mir ein Spielebundle mit allen Low-Varianten hiervon. Also ich denke mal, ich werde noch ein Jährchen warten. Und das war's schon wieder. Seht ihr, es geht so schnell hier. Da. So, ist einfach mal nur zum Gucken. Zweitvermarktung, ein Spielebundle. Wie viele könnten wir denn wählen? Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, ich habe aber nur... Noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal einen Jump'n'Run, doch Mooncraft Runner habe ich hier drin stehen. Wie viele habe ich denn? Wie viel passen überhaupt rein? Fangen wir mal anders an. 2, 4, 5. 5 müsste ich haben. 5 passen rein. Ich habe 3, 4. Ja, dann machen wir das doch. Passt mal auf. Dann mache ich gleich noch hier die Little Runner 3 und 4. Zum nächsten Juni hin. Als Low-Variante. Dann sind 1 und 2 rausgelaufen. Und ich kann den Rest verkaufen. Dann 3 und 4. Und dann nehmen wir hier Little Runner 1 bis 4 rein. Plus Mooncraft Runner als Premium obendrauf quasi. Und dann haben wir hier irgendwie unser Runner-Bundle. Oder so will ich das dann nennen. Und das machen wir dann auch. So, jetzt da arbeiten wir jetzt darauf hin, dass das kommt. Und dann wird das schon werden, denke ich mal. So. Hoffe ich zumindest. Irgendwie. Mal gucken. So, ja, passt schon, mach du mal. So, du bist fertig. Und? Nein, das ist nicht... Wir haben 99%. Naja, wenigstens kostet er mich nichts, ne? Hm. Ey, komm, ich halte ihn da drin. Ich behalte ihn da drin. Dann wird das schon gehen. So, mein Freund, du bleibst jetzt erstmal Koordination abbrechen. Ich muss dringend mal hier meine weiteren bestücken. Und ich muss auch, dazu setze ich ihn jetzt nochmal ganz kurz am besten da rein und den wieder raus. Ich will das Büro jetzt umziehen. Das Chefbüro zieht jetzt um, damit ich das Motion Capturing etwas länger machen kann. Oder? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Chefbüro zieht nämlich jetzt nicht um. Wir machen jetzt ganz was anderes. Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt schon mal an zu planen und werden in der nächsten Folge werden wir was umsetzen. Das sage ich euch jetzt schon mal. So, wir werden... Also das Chefbüro muss raus. Und das Motion Capturing wird raus. Das Motion Capturing will ich irgendwo anders hinsetzen. Hier oben am besten. Und das ist mit 5 mal 2, wenn ich mich jetzt nicht irre. 13 mal 6, ja, weil 13, du brauchst 5 in der Breite, 13, weil 6 in der Breite, weil ich hier noch Schränke hingestellt habe, und 13, also 12, ist blöd, 4, ne, ja, 4, 4, 8, 12, mein Gott, es ist gerade schwierig gewesen, ey, 12 plus 1 vorne, das heißt 4 und 5 brauche ich. Okay, das ist einfach. Das ist einfach, hoffe ich mal. So, ich werde das hier oben hinsetzen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu weit weg ist. Aber ich werde es da einfach hinsetzen. Ich denke mal, ich werde es in diese Reihenfolge, diese Richtung hinsetzen. Dass ich es nach da oben ausziehe. Und wir werden jetzt hier anfangen. Ich will keine Gegenstände platzieren. Ich will eigentlich ein Büro setzen. Ich will keine Gegenstände, ich will ein Büro setzen. Hallo. Motion Capturing. So, ich gehe dahin.
Und ich ziehe hier ein 7 ist zu breit. 7 mal, was haben wir da? 13. 12. Bei 20 wäre ich mit 2 mehr drin, das heißt 5. Das sind 6. Ja, Run. Warum hast du es jetzt abgebrochen? Ich weiß es auch nicht. So. Zack, 37, 36. Hier unten kommt die Tür rein. Passt. Ich finde, das sieht gut aus. So, dann ziehen wir jetzt die Leute um hier. Einmal alle selektieren. Die kommen erstmal da vorne hin. Dann selektiere ich mal den ganzen Rotz da und fange mal da hinten an. Entschuldigung fürs Räuspern. So, weil Motion Capturing brauchen wir dringend Unterstützung. Wir hätten es natürlich jetzt auch mit dem Chefbüro zusammen noch koordinieren können, dass es besser geht. Aber ich glaube, das wollte ich nicht. Frag mich nicht, wieso ich das nicht wollte. Ich wollte es einfach nicht. Wisst ihr, manchmal muss man noch Prioritäten setzen und sagen, nein, so nicht. Ah, super, dass jetzt das blöde Wetter da. Ja, egal. Und Ventilator ist da noch drin. Kommt da in der Mitte. Und jetzt haben wir hier die Kacke am Dampfen, weil jetzt kommen die ganzen kleinen Teile. Dafür müsste ich eigentlich nah ranzoomen, kann ich aber nicht. Es ist auch noch dunkel. Ich sehe nichts. Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Oder wie heißt das so schön? Aber wenigstens hat klappt. Soweit ist ja jetzt auch drin. Scheint sowas wie ein Aktenbock drin zu sein, oder? Eine Stereoanlage habe ich da reingesetzt, ernsthaft? Ja, dann gut. Okay, und das hier sind Tafeln, ne? Ja, die habe ich auch reingesetzt. So, und dann müsste es eigentlich als gewesen sein. Das heißt, wenn ich den Raum jetzt... Nein. Guck mal, da ist noch eine Lampe. Eine Lampe, sag ich schon. Eine wunderschöne Pflanze haben wir da noch. Und wenn ich den ins Raum jetzt hier sage, abreißen, ist da noch was drin. Ah, ja, hier. Da sind noch die Bilder. Und der ganze andere Rotz da. Das da ist auch noch drin. Ah, hier. Schönes Bild an der Wand. Pappen da. So, jetzt. Wenn ich jetzt sage, Raum abreißen. Ja, super. Klasse. Gut, dann haben wir das in dieser Folge noch geschafft. Das freut mich. Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich dann mal irgendwie das Chefbüro auch umsiedeln. Und dann hier die Konsolenentwicklung hier längs reinpacken. Und dann haben wir das Thema auch durch. Super. Endlich. So. Naja. Das Chefbüro sollte aber irgendwo schon mittig sein, ne? Brauche ich eine größere Produktion? Eigentlich nicht. Und eigentlich kann ich das Chefbüro noch eine Mühe kleiner machen. Weil ich glaube, da kann ich eh nur einen einzigen Schreibtisch reinstellen. Wo ist denn das Chefbüro? Ja, das heißt, das muss nicht so groß werden. Das kann ich auch ein kleiner machen. Das kann ich hier quetschen so ein bisschen. Das passt schon. Und dann könnte ich das Chefbüro vielleicht hier noch irgendwie in die Ecke mit reinpacken. Weiß noch nicht wo. Vielleicht mache ich es auch hier vor. Hier so von da bis da irgendwie. Ich muss mal gucken. Weil ich glaube nicht, dass ich noch ein größeres Lager benötige. Das Lager ist eigentlich so ausreichend. Ich weiß, was ich mache. Wir werden den Raum für die Serverspieler kleiner machen. Und wir werden hier neben das Chefbüro setzen. Das machen wir. Das machen wir. So. Und das machen wir bei der nächsten Folge. Nämlich nicht mehr heute, sondern dann, ja, ne? In der nächsten Folge, logischerweise. Habe ich ja gerade schon gesagt.
Daher, ich bedanke mich fürs Zugucken, für die Geduld jetzt am Ende noch und für vor allem die hilfreichen Tipps gerade, die ich jetzt noch eben umsetzen konnte, hier zum Beispiel Chefbüro. Und sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, bis dahin, tschüss.